Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge am Dienstag. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map hier in der Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte, in der großen Ernte. Da sehen wir auch schon, steckt im Verkehr fest. Naja, hat sich schon wieder gegeben, scheinbar. Ich bringe jetzt gerade den vierten Drescher hier an den Start. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Ich will erstmal einen Kurs berechnen lassen. Also klar. Feldarbeit. Feld 21. Drei Vorgewände. Und dann, achso. Ja, mal gucken. Ich mach mal einfach Feldinseln umfahren. Wir haben ja hier diese Hochspannungsleitungen drin. Ja, wie wir sehen, er spart die aus. Oh, mal gucken, wie das geht. Ob und wie das funktioniert. Jetzt hat er ein klares durchdrehende Reifen. Kümmern wir uns gleich drum. So. Feld 21. Und er drischt. Der Abfahrkurs ist doof. Da bauen wir gleich mal 9. L2 Silo machen wir mal weg. Und wir löschen den. Und ich mache direkt einen neuen Kurs. Und das Schöne ist, ich kann ja jetzt auch hier übers Feld fahren. Da das ja kein... kein Feld mehr in dem Sinne ist. Ja, da oben mein Roggenabfahrer fährt wieder die ganze Zeit im Kreis, das heißt, der Kurs ist auch scheiße. Feld 2
Silo. Und macht das. Also. So, Feld 19 Silo fahren wir auch neu ein. Und zwar von woanders Satelliten. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Also ja, mir ist bewusst, dass es vielleicht nicht unbedingt schön ist, wenn ich den Kurs hier so einfahre. Aber ich könnte jetzt auch einfach hier rüberfahren, aber das mache ich nicht. Den Haferkurs einfahren, weil der Drescher ist schon voll. Feld 19 zum Silo. So. Von jedem Punkt des Feldes aus erreichbar. Ja, der Case hat auch einen blöden Kurs. Kümmere ich mich auch gleich drum.
Das heißt, hier oben hätte ich eigentlich besser zwei Fahrzeuge. Zwei Abfahrer. Den Case, wie gesagt, kümmere ich mich gleich. Das heißt, die Haferflockenfabrik geht jetzt auch in Produktion. Weil ich jetzt hier das erste Mal Hafer abkippe. Ja, nicht schön, aber selten. Ja, ist doch ganz schön weit. Da hole ich mir vielleicht dann gleich noch einen Abfahrer mit einem Joskin. Oder ich nehme so lange hier oben den MB-Truck noch mit dazu. Der steht ja eh hier oben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich. Der bei Holzindustrie steht mit dem Class Cargos. Alle haben sie hier durchdrehende Reifen zum Kotzen. Feld 21. AV. Flocken. Thank you.
Ach man. Was willst du denn hier? So. Das soll dann wohl jetzt gehen. So, der mit Roggen fährt. Ah, mit Weizen geht auch. Ja, dass es aber mal ein Ende findet. So. Den wollte ich mit dazu nehmen. Ah, kein Holz mehr da. Ist ja auch doof. Das ist ja somit der größte anzunehmende Unfall hier. Alles einstellen. Oha, wir rennen aber in einer Zeit. Eben einmal leer machen. So, der ist leer, dann kann ich den jetzt auch zu Feld 21 schicken.
Dann verlieren wir da nicht so viel Zeit. Durch die Fahrt. So, dann ist der nämlich mit dabei bei der Flotte. Wenn es euch gefallen hat, hey Leute, hinterlasst Kommentar, Like, Abo, wisst ihr, unterstützt ihr mich, freut mich tierisch. Schaltet morgen am Mittwoch wieder ein. Das ja, gibt es eine weitere Folge. Und kommt auf meiner Homepage oder mich bei Facebook besuchen. Jo, am Wochenende denke ich mal Livestream 1, 2, mal gucken, wie es passt. Kann ich noch nicht genau sagen. Das sehen wir dann ganz spontan. Ja, in diesem Sinn sage ich erstmal ciao.